Hier präsentieren wir die 5 beste Camcorder-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu starten Nummer 5. Sony FDR-AX 53 bis 4K Ultra Handycam. Der Sony FDR-AX 53 4K Ultra HD Camcorder ist mit einem 20-fachen optischen Zoom sowie einem Bildstabilisator ausgestattet. Die Kamera wiegt 640 Gramm und handliche Masse von 8,05 x 16,1 x 17,3 cm. Dank NFC-Übertragung muss es möglich sein, die Filme ohne Probleme auf intelligente Geräte und PCs zu übertragen. Der Automobilfokus reagiert schnell. Mit der gut ausbalancierten Optical Steadyshot-Funktion sollten Sie die ersten Bilder und auch Filme reibungslos aufnehmen. Was impliziert wird, ist ein Stabilisator, der besser funktioniert als zahlreiche andere optische Systeme. Im Gegensatz zum optischen Fotostabilizing ist der Sony Camcorder in der Lage, die Fotosensoreinheit sowie die Linsenkomponente miteinander zu verschieben, um sofortige Korrekturen auch bei vollständiger Verwendung des Zooms zu gewährleisten. Nummer 4. PowerLiPUTO PLD009. Die PowerLiPUTO PLD009 Videoclip-Kamera hat eine Bildschirmauflösung von 3264x2448 Pixel. Jedes Bild besteht aus winzigen Pixeln. Jedes Pixel steht für seine ganz eigene Farbinformation, die aus einer Mischung aus Rot, Blau und auch Grün entsteht. Die Bildschirmauflösung ist mit den Megapixeln verbunden, die die Auflösung in elektronischen Fotos definieren. Ein Megapixel besteht aus 1 Million Pixeln. Wenn wir die Anzahl der Pixel pro Zeile mit der Zahl pro Spalte multiplizieren, wird die Bildschirmauflösung der Details angezeigt. Mit dem PowerLiPUTO Camcorder und der Auflösung von 3264x2448 Pixeln erhalten wir eine Gesamtpixelzahl von 7,9 Megapixeln, die den aktuellen Anforderungen entspricht. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Canon Legria HFR 806 Camcorder. Die Canon Legria HFR 806 Videokamera erkennt hochauflösende Full-HD-Videos mit hoher Auflösung und außerdem hervorragendem Rauschen. Dank des ergonomischen Designs liegt diese elektronische Kamera angenehm in der Hand und kann über einen Touchscreen bedient werden. Selbst wenn Sie über einen langen Zeitraum banden, wird die Batterie sicherlich nicht abfließen. Der 57x Advanced Zoom bringt entfernte Dinge sauber und auch reibungslos herein. Hier setzt sich der automatisierte Zoom-Assistent zusammen mit dem intelligenten IS-Fotostabilisator ab. Sie können Ihre Aufnahmen auf eine SDXC, SDHC oder SD-Karte speichern, um sicherzustellen, dass Sie sie später mit Freunden auf verschiedenen anderen Computern oder tragbaren Gadgets teilen können. Dank seiner 3 Zoll sorgt der Bildschirm für eine vorteilhafte Überprüfung. Das Gewicht beträgt nur 235 Gramm. Nummer 2. Panasonic HCV180EGK Full HD Camcorder. Die Panasonic HCV180EGK komplette HD-Kamera sorgt für eine überzeugende Bildqualität, die auf einem hochwertigen 1,5,8 Zoll Sensor basiert. Full-HD-Videos sind im 1:920 bis 1:080 Stil kein Problem. Die kleinen Details kümmern sich um die Hauptrollen und sorgen auch für eine detailgetreue sowie natürliche Aufnahme. Das 28 mm Weitwinkelobjektiv zeigt noch mehr von jedem Thema. Hinzu kommt das sinnvolle, zusammenklappbare Display mit einer Größe von 2,7 Zoll. Im Allgemeinen spart diese HD-Kamera nicht mehr als 211 GB mit einer optischen Sensoreinheit Auflösung von 2,5 Megapixeln und einem 50-fachen Zoom. Mit diesem Zoom ist es möglich, entfernte Themen gründlich und auch in hoher Auflösung aufzuzeichnen. Und die Nummer 1 unserer Liste. Sony HDR-CX240E HD Flash Camcorder. Die HDR-CX240E HD Flash Kamera ist nur eines der Flaggschiffe von Sony.
Die hohe Lichtempfindlichkeit von 2,3 Millionen Pixeln macht den 5,8 Zoll ECMO-Sensor zum wahren Erfolgsgeheimnis. Sony hat die Geräte dieser kleinen Videokamera deutlich verbessert und nutzt auch einen veränderten Bionx-X-Fotoprozessor und eine ECMO-Sensoreinheit. Je nachdem, ob Sie drinnen oder draußen filmen, gibt es Voreinstellungen für das weiße Gleichgewicht zur Auswahl. Diese Videokamera ist in der Lage, das Rauschen in der Bildposition zu minimieren und nur Tiefenaufnahmen zu ermöglichen. Im Vordergrund steht die originalgetreue Nachbildung der einzelnen Szenen und auch bewusste Details. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.